Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer heute halbstündigen Folge. Awesome, wa? Ich habe nämlich beschlossen, ich werde nicht mehr zwei 15-Minuten-Folgen machen, sondern nur noch eine Halbstunden-Folge. Oh, oh, oh. Und die Spinne hat anscheinend was dagegen. Aber sie konnte ihre Argumente nicht überzeugend darbringen. Ja, so, was wollte ich denn machen? Ich wollte hier LV und Transformatoren und Solarpanels machen. Guck mal, hier habe ich noch 10 so Coal Dust? So, jetzt habe ich aber leider keine Electronic Circuits mehr. Oder habe ich hier noch irgendwo welche drin liegen? Nö, jetzt muss ich erstmal wieder Electronic Circuits machen, ey Mann, ey. Dazu brauche ich Rubber, Copper. Boah, wie ätzend, ey. Es ist so ätzend. So, okay, mache ich mir erstmal ein bisschen Copper. Du weg. Nee, so war gar kein Copper. War so Copper? Oder so? Ah nee, so war Zinn und so war Copper. Ich mach's einfach so. So, dann kann er sich halt selber da raussuchen, den Scheiß, ey. So, Copper habe ich jetzt erstmal hier noch. Ja. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja relativ gut eigentlich. So, jetzt gucke ich mal hier rein, wo der Chunkloader an war. Zumindest 3. Und so viel Zeit war jetzt nicht zwischen den Aufnahmen, muss ich euch gestehen. So, der Induction Furnace, der kann hier mal volle Lutsche reinhauen. Der ist auf 0%. Ferrous Ingot. Wofür brauche ich den motherfucking Ferrous Ingot? Sag's mir. Was kann ich daraus machen? Invar Ingot. Was kann ich daraus machen? Ah, hier. Ne, Slag. Keine Ahnung, was man daraus machen kann. Habe ich jetzt überhaupt null Ahnung. Ja, so. Der Mäßeräter, der kann man hier das Tin-Ohr voll wegballern. Ich hätte da vorhin auch mal das andere Erz reintun sollen hier. Die beiden. Gut, das geht, glaube ich, nicht im Macerator. Meine ich irgendwie. Und ach komm, ich schmeiß da trotzdem mal hier rein. Ist es jetzt Nacht draußen? Ja, es wird Abend. Ich glaube, ich gehe mal kurz schlafen, damit die Solarkollektoren dann auch mal wieder weiter reinhauen können. Aber eine Etage höher gehst du schlafen, oder? Ja, eine Etage höher. So, ab in eine Falle, ne? So. Da sind wir auch wieder. Timer läuft, habe ich gerade natürlich vergessen. Um die Zeit verlängert sich die Folge, sorry. So, Zinn. Ich brauche noch jede Menge aus meinem Inventar raus. So, das kann erstmal alles weg. Weil ich gehe jetzt nämlich mal kurz zur Sammelstation nach vorne gehen und für bedürftige Gamer hier. Und dann hole ich mir mal ein bisschen Rubber. Weil wenn es ja da so liegt, ne? Guck mal, jetzt kann ich direkt hier runter durch meine super awesome Treppe. Geil, ne? So, fliegen wir mal hier über die ganze schöne Stadt drüber. Von ich irgendwie nicht so viel sehe immer, aber der Peter hätte auch ruhig mal sein Dach hier fertigstellen können. So geht das nämlich nicht, ja? So halb ausgegorene Sachen hier irgendwie lassen. Mann, Mann, Mann. So, mal ab hier vorne zu dem Teil, weil meine Nase ist die ganze Zeit am Jucken. Nicht vom Niesen her oder so, sondern die ganze Zeit am Jucken. So, ob ihr da so ein Haar hättet, und das ist es nicht. Debitos Fleischbude. Geil, dann nehme ich mir erst ein paar Steaks mit. Aber wenn er Steaks hat, muss er doch auch Leder irgendwo haben. Love and Peace von Conny und Dana. So, Enderman-Falle. Oh, hier, Coal Dust ist da auch bei. Coal Dust. Nehmen wir noch mal ein bisschen hiervon mit. Refined Iron hatte ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel. So, hier noch ein bisschen Coal Dust für den Teddy drin. Irgendwo hier, da ja. Coal Dust. Nein. 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 Und auch kein Coal Dust. Scheiße, wa? So. Im Moment läuft die Maschine anscheinend nicht. Aber das war ja geil. Da habe ich jetzt richtig schön viel hier. 4-5 Stacks Coal. Das bringt mich doch schon mal voran. Wieso renne ich auf einmal so schnell? Und flieg so schnell? Ist ja sonst nicht so. Hüpp. So. Okay. Geh mal wieder hier in meine Bude, ne? In meine Bude. Hier durch meinen Batman-Einstieg. Immer das offene Fenster, wo ich auf einmal hier so kauere. So. Und dann so, hey Commissioner Gordon, I can only talk in this voice. Bla 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 bla, ihr kennt das ja, ne? So, die kloppen wir mal alle hier herein.
Jetzt muss ich mir nur noch aus den Kupferbarren, die jetzt hoffentlich geschmolzen sind, Kupferkabel machen. So. Hier, seid ihr schon. Oh. Nee. Lass anbleiben. Oh, bei der Nase, jetzt juckt sie wieder so heftig, ey. Und jetzt muss ich, glaube ich, gleich mal niesen. Also seid schon mal vorgewarnt. Hier, jetzt kommt's, ne? Oh, Entschuldigung, dass ich hier so ordinär hochziehen muss, aber. Oh, ich muss nochmal niesen. Oh, sorry. Oh, ich muss mal das Mischpult da oben umbauen, dass ich sowas muten kann, irgendwie. Weil jetzt gerade ist es außerhalb der Reichweite und das ist nicht so prickelnd. So, das kann auch alles hier herein. Das weg. Das nehme ich jetzt erstmal raus hier. Das sind die ganzen Kupferteile. So. Das kann ich auch hier reinschmeißen, genauso gut. Schon. So. Noch einen. Und jetzt machen wir erstmal bam, 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 voll viele. So. Geil, wa? So, jetzt brauchen wir für den Electronic Circle. Was brauchen wir noch? Refined Iron und Redstone. Habe ich auch alles dabei. Refined Iron, Redstone. Refined Iron. Das hier. Da. 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 Hier noch einer. Und hier. Und die beiden in die Kiste. Und ab geht's hier. Bam. Geil. So, jetzt kann ich die beiden noch mit hier reinschmeißen. Zack. Und jetzt machen wir mal ein paar. Jetzt hat er das so gemacht, ey. Das ist doch behindert. Achso, ist auch nicht genug Glas mehr da. Glas hätte ich gerade noch mitnehmen können. Fuck, ey. Naja, machen wir erstmal weiter. 29 sind es ja immerhin schon mal. Glas haben wir hier. So. Okay, jetzt habe ich keine Electronic Circuits mehr. Lagen hier noch welche? Nein. Dann muss ich doch glatt noch welche machen, wa? Habe ich hier irgendwo noch Rubber drin rumfliegen? Ja! Yeah. So. Für die Electronic Circuits brauche ich doch gar keinen Rubber. So. Ich brauche nur. Wie waren die jetzt noch? Ja, genau so. So waren sie doch. Genau so waren sie. Okay. Redstone brauche ich noch. Liegt, glaube ich, hier mit drin. Ja, mehr als genug. So. Redstone. Okay, nur noch 4 Kabel. Nochmal 17 Circuits. Die kann ich nochmal schön hier reinknallen. Das ist weg. Ach. So. So. Und jetzt geht nichts mehr. Okay, hier habe ich noch die. Nee. Wo habe ich denn die LV-Dinger? Hier habe ich sie doch. Das lasse ich mal so, das Setup. Das hier nicht. Das sind nur 3 Teile, die ich ersetzen muss. So. Okay, wie viel habe ich jetzt? 6 habe ich. Hiervon noch 5. Wie viel habe ich jetzt hier noch drin? Gar keine, okay. Ja, ich brauche noch mehr Solarkollektoren, weil die Yu-Gi-Oh-Meta-Produktion, die muss richtig volle Lutsche. Und dafür könnte ich eigentlich auch nochmal den Recycler bauen, der da mal hier automatisch die Box da speist. Ja, wie mache ich es denn am blödsten? Ich brauchte erstmal den Recycler. Wo ist er? Hab ich ja schon mal gebaut, aber kann ich mir natürlich nicht merken, sowas. Recycler. Dazu brauche ich einen Kompressor, Machine Block und oh, hoffentlich habe ich noch einen Electronic Circuit. Okay, ich habe sogar noch mehrere, sehr gut. Ein Machine Block, Electronic Circuits und was war's noch? Stone, ganz normalen Stone. Habe ich hier nicht noch irgendwo hier? Hier habe ich noch normalen Stone. Gehen wir wieder an die hier. So, normalen Stone. 6-mal. Ein Machine Block und das Ding. Und schon habe ich den Kompressor. Ach komm, hier liegt auch noch voll viel Stone drin. Das kann ich mal mitnehmen. So, und der Recycler besteht jetzt aus Dreck, Refined Iron und Glowstone Dust. Glowstone Dust habe ich noch. Refined Iron habe ich dabei. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Dreck. Hier so, ne? Ne. Da. Lange nicht dran gewesen an der Kiste. Dreck. Und was war noch? Und den Kompressor. Ja. Du kommst hier raus. Kompressor da rein. Glowstone da rein. Dreck dahin. War das jetzt Refined Iron? Ja. So. Und schon haben wir den guten Knaben hier.
den Recycler. So. Das muss hier weichen. Glaube ich, mit dem Recycler weg. So. Wenn man jetzt nämlich in den Recycler hier Cobblestone eingibt. Der normale Stone geht jetzt nicht. So, schmeißen wir mal kurz hier einen rein. Soll einen kaputt maceraten? Obwohl, ne. Ich hole lieber welchen. Ich habe ja noch etwas davon unten stehen, ne? Oh, ja, komm, bleib da stehen, Block. Cobblestone. Ich weiß gar nicht, brauchte der auch Strom? Natürlich brauchte der auch Strom, ne? Ich nehme mal direkt Kabel und eine Hacke mit. Und eine Axt, damit ich da gut drankomme. So, Axt, Hacke. Erstmal auf die ersten beiden Posis hier. Und Kabel brauche ich auch noch. So. Da. Das super isolierte Goldkabel. Gehen wir mal hier runter. Kloppen das mal auf hier, nicht? So, jetzt darf ich aber nicht den Strom von hier, von dem nehmen eigentlich. Oder doch, könnte ich eigentlich machen. Ich könnte das hier kappen. Und den komplett davon beballern lassen. Glaube ich, das müsste normalerweise reichen. Oder auch nicht. Nee, oder auch nicht. Das reicht also nicht. Dann prügeln wir uns doch mal hier durch. Das kann ich ja kappen zu dem. Der hat den kleinen bisschen Energie da nicht nötig. Der kriegt ja wohl hoffentlich noch von hier welche, ne? Ja. Da war ich mir jetzt kurz nicht sicher und habe dann deshalb lieber nochmal nachgeguckt. So. Prügeln wir uns mal hier rüber. Das kann auch weg. Das geht nirgendwo mehr hin, oder? Nee. So, das ging nirgendwo mehr hin. Und dann gehe ich doch jetzt einfach von hier da dran und gebe dem Ganzen Schubrakete. So. Jetzt müsste er ein bisschen mehr kriegen. Aber es regnet auch gerade und ich weiß auch nicht, ob der Rest hier Energie hat. Ist hier noch was drin? Ja, da geht was raus. Aber die haben noch alle sonst Energie, ne? Okay, die zieht hier die ganze Zeit. Hier passiert aber nichts. Okay. Aber das wird schon stimmen. Weil die hängen ja eigentlich auch alle mit da dran. Warum zieht denn da nichts raus? Wenn ich die jetzt hier wegmache. Hat dann hier nichts mehr Strom oder was? Doch, ne? Zieht er dann hier raus? Oder ziehen die alle aus einer anderen hier? Weil ich check gerade nicht, woraus die ziehen. Naja, drauf geschissen. Und die Konstruktion macht überhaupt keinen Sinn, das hier. Nochmal einmal alles hier von vorne, das ist... So, das ist die MFE. Die braucht, die sollte eigentlich nur Strom für den anderen Rest haben. Aber das, ach so, okay, deshalb hängt es mit dran, wegen der Bedbox da vorne. Brauche ich im Prinzip aber gar nicht. Ich brauche nämlich eigentlich nur das hier so machen. Bleibt der Strom jetzt da, müsste ja eigentlich immer noch alles stimmen, ne? Jetzt ist das Ding auch auf einmal voll. Aber wieso kriegt er denn keinen Strom dann hier? Oder nicht genug? Oder muss der mit an die fette Leitung? Ich probiere das jetzt einfach mal aus, auch auf die Gefahr, hat der gleich wegbasht. Ach, das Ding ist leer. Okay. Aber gut, die Solarkraft läuft ja im Moment auch nicht, ne? Ich gehe nochmal pennen. Ja, kann ich jetzt. Und guck mal, woran das liegt da unten. Hier oben, immer noch hier oben. So. Da, ab in eine Falle. Dreh dich noch zweimal rum. Und jetzt aber auch Schlafenszeit. So. Und jetzt hört es hoffentlich auf zu regnen. Komm, hör auf. Hör auf jetzt. Muss doch jetzt gehen. Okay. Hat's aufgehört zu regnen? Ja, hat es. Es hat aufgehört zu regnen. Yay. So. Ja, der kriegt viel zu wenig Strom. Also hänge ich den mal damit dran. Aber das Ding hat auch keinen Strom, oder was? Doch, das hat volle Lutsche Strom, das verstehe ich nicht. Oder das zieht so viel davon ab, dass das irgendwie... okay. Gehen wir nochmal da hinten in den Raum rein und verbinden wir da die ganzen... Oh, nee, so nicht. Ich probiere es noch was aus, ich baue die mal eben ab hier.
die Bettbox. So, komm mal her. Bettböckchen. Und die baue ich jetzt mal hier so ein. Heißt, sie müsste eigentlich normalerweise, wenn der Strom hier funktionieren würde, irgendwo her Strom kriegen. Aber die sind nämlich falsch rum. Das ist es, glaube ich. Ja, jetzt habe ich es. So, ich müsste die quasi so legen und dann so machen, oder? Nee, auch nicht? Wieso lädt die nicht? Ist doch scheiße. Irgendwie raff ich das nicht so ganz. Ich check auch nicht, warum, aber... So. So aber auch nicht. Weil irgendwie sind die hier nämlich durchgehend voll und werden überhaupt nicht gebraucht. Geht nur hier Strom rein oder was? Und dann raus da? Verstehe ich nicht. Okay. Das lassen wir einfach mal so. Aber wieso kommt hier kein Strom raus? Wenn ich jetzt... Sagen wir mal, ich baller jetzt hier so einen hin. Ja, und mach das Ding so. Kriegt das jetzt Strom? Nee. Kriegt das den Strom, wenn ich das so mache? Auch nicht. Hä? Muss doch gehen. Ich baue das hier erstmal alles ab. So. Okay. Wenn ich die Bedbox so dranhänge, kriegt sie Strom. Woher auch immer. Man weiß es nicht. Man munkelt, aber man weiß es nicht. So. Dadurch bekommen auch die ganzen Geräte Strom, ne? Ja. Die haben alle Power. Okay. Wenn ich doch jetzt hier... Oh, der hängt hier dran. Und das bringt anscheinend nichts. Oder ist der Verlust bis dahin so hoch durch die Kabel? Ne, das kann eigentlich auch nicht sein. So, wenn jetzt hier mit dran hängt, muss der Strom bekommen, weil die anderen Geräte bekommen auch Strom. So. Guck mal, jetzt ist er nämlich auch durchgehend an. Ah. Aber irgendwie... Achso, der bekommt nur mal jedes... Der hat nur eine Chance, da das rauszubekommen. Genau so war das. Wenn ich das jetzt hier hin tue, dann geht der nämlich voll ab. So, und aus diesem Grund hole ich mir jetzt erstmal einen Electric Motor. Den ich da hier herinnen habe. Und ich wähle als Werkzeug meiner Wahl eine Wooden Transport Pipe. Ja, die nehme ich ganz einfach und mega simpel. Ja, also sowas von total simpel, ne? Da, dass du dir schon wieder doof vorkommst. So simpel ist das. Aber ich kriege jetzt wahrscheinlich nicht hin auf dem ersten Drücker, aber verzeiht es mir. Ja, so, da tauche ich mal mit der Achse noch weg hier. Das noch und das noch. Habe ich einen Schalter dabei? Einen Schalter habe ich auch dabei. Geil. So, jetzt mache ich hier die Wooden Transport Pipe hin, die aber nur hierfür dient. So quasi. Als Rohr, ne, dass das als Anschluss, ich weiß nicht, warum der immer aus Holz sein muss, verstehe ich nicht. Und was brauche ich noch? Hier so ein Cobblestone Transport Pipe, das reicht für die Zwecke vollkommen für hier den einen Block, ja. Und das machen wir mal, so, ah ne, so ist Quatsch. So, und dann hier rein. Ich hoffe jetzt nur, das gucke ich mal eben, dass hier auch... Ja, ich glaube nämlich, das muss hier rein, dieses Recycle-Zeug. Dann machen wir das halt anders. Machen das. Machen den hier wieder weg. Den auch. Nicht kaputt gehen, bitte. Machen das so. Und so. Und stellen dann den Motor einfach hier. Ist hier eine Trenndecke nur? Ja. Ah, ne. Den Motor kann ich ja hier drunter stellen. Quasi. Das machen wir auch noch weg. Dann nehme ich aber hier den Motor, pack den erstmal hier hin, weil das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann ich ihn direkt nämlich von unten hier mit bestromen. Der braucht ja auch Strom. Oder ist er automatisch? Sehr gut. So, dann nehme ich jetzt hier den gerade erwähnten Hebel, mach den dahin, mach den Motor an und dann pumpt der das jetzt darüber. Ja, super basic. Hier hinter mauere ich einfach mal wieder alles zu. Oh, kein Holz mehr. Holz mehr bei, weil das ist das denn, ey. So hat von schlecht vorbereitet wieder hier, ey. So, ist hier noch irgendwas drin? Nein. Jetzt müsste der Macerator eigentlich... Ach, die hat er sich schon reingezogen. Guck mal, direkt zwei Jojometer.
Okay. Gibt's eigentlich eine Endertruhe? Ich glaube, die gab es nämlich in dem Mod. Doch, gibt's wohl. Sehr fein. Okay, Eye of Ender. Dazu brauche ich Blaze Powder. Weil die Endertruhe, die wäre schon sehr, sehr nice. Die könnte ich dann bauen und dann nehme ich eine Turtle, die mir automatisch abliefert. Und das war's auch, was ich machen wollte. Ich wollte meinen Porno-Klaus mal wieder in Dienst stellen. Wo ist ein Porno-Klaus? Da. Prono-Klaus, so hieß er. Das schmeiße ich alles hier rein. Guck mal, 6 Stück schon wieder. Jawolle. Das auch, das auch. Essen hatte ich hier irgendwo, ne? Ne, da. Ne, da. Meine ich natürlich hier Essen. Jetzt brauche ich nicht immer den Rotz essen. Danke, Peter, für die Fleischbude. Das war auch sehr cool von mir. Ja, deshalb muss ich nicht immer dauernd am Hungertuch nagen. So, das kommt weg. Jetzt mache ich mir erstmal hier noch Zinndinger. Noch diese Kapseln. So. Die Cells. Weil da brauche ich schön viele von. Und da der Porno-Klaus ja benannt ist, verliert er die auch nicht. So, das schmeiße ich mal noch hier mit rein eben. Wo ich es gerade da so zu fassen kriege. Rubber auch, der Crafting Table gehört hier hin. Und Porno Klaus nehmen wir mal mit. Und ein Chest natürlich, damit der Porno Klaus das auch irgendwo abliefern kann, ja? Und ich werde Porno Klaus einfach mal irgendwo hier in der Nähe, so eine Chest, vielleicht hier die, nach unten alles abbauen lassen. Ja, könnte ich eigentlich direkt nehmen hier. So, hier schmeiße ich den Porno Klaus hin. Ach so, und ich muss ja vorher noch runter irgendwo und ein bisschen Lava holen. Aber hier war ja eigentlich unter meinem Haus ein Tunnel, wo man in die Lava, wo man zu relativ viel Lava kam. So, voll snack ich noch was, das nehme ich mit. Ne, weil so 64 Steaks dabei zu haben, ist für die generelle Magenverfassung schon besser, weil er ja weiß, immer, es kommt noch was. Ne? Nicht so, boah, ja, voll unmotiviert, lass hier in der Wildnis sterben und so, oder hier unten in der Höhle ist doch eh alles scheiße, du Arschloch. Oh, gut, dass ich mein Jetpack anhatte. Ich habe gerade ganz kurz gezweifelt. So. Irgendwo hier. Ach, hier bin ich, okay. Kann ich nämlich hier rüber fliegen. Und hier ist doch schon Lava. Awesome. Oh, guck mal, Lehm nehme ich auch direkt mit. Ach ne, das ist gar kein. Das ist hier der scheiß Nikolit, was man nie braucht. Irgendwie, oder zumindest was ich nicht brauche. So, die nehme ich natürlich auch gerne mit. Und jetzt baller ich mal hier meine Empty Cells voll. So. Okay, jetzt schlage ich mir erstmal hier einen Gang rüber, damit ich hier von der Seite das alles wegnehmen kann. So. Hier unten, das kann man auch noch weg. Jetzt nicht fallen, Ted, nicht hinfallen. Dann sind die ganzen guten Dinger, die du schon gefüllt hast, weg. Oh, mit dem Jetpack ist aber auch fummelig hier unten jetzt. So, ich gehe mal hier runter. Heb mal hier schon mal auf. So. Ja, komm noch, Zombie. Hast du den Weg hier rüber gefunden? Hat er tatsächlich. Nein, die KI ist mir zu heftig. Wo ist er denn? Schmeiß mich bestimmt gleich in die Lava. Der Arsch. So, nee. Ich gehe erstmal total Kamikaze hier jetzt runter. Und sammle das hier alles ein. Komm, ich brauche mehr. Mehr, 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 mehr. Los, gib mir die Lava. Los. Okay, da sind irgendwo noch welche. Erstmal hier noch ein bisschen wegkloppen. Weil ich muss hier näher ran, Junge. So, das ist zwar hier ein heikles Unterfangen, nicht? Aber ich bin frohen Mutes, dass ich das überleben werde. Und dass der Zombie jetzt nicht wiederkommt. So. Fangen wir mal hier an. Hier kann man erstmal gut. So, die Ecke weg. Das haben wir weg. Es müsste also langsam mal weniger werden hier, oder? Ätzend. Und dieser Zombie hier die ganze Zeit, ne, der macht mich irgendwie nervös. So. Die Empty Cells packe ich mir wieder rein. War jetzt natürlich sehr schlau, die auszutauschen, gerade gegen das. So, nächstes Stack.
die habe ich auf jeden Fall. Und eigentlich reicht das auch schon mal. Wo kam ich her? Hier irgendwo, ne? Hier irgendwo. Genau hier. Latest Death. Hier bin ich auch das letzte Mal gestorben, ey. So, hui. Fliegen wir hier raus? Hui. Ist richtig schön tuffig. So. Und jetzt gehen wir wieder hier so rein, quasi. Ne, hier so. Gehen wir hin. Und gehen wieder da runter und laden Porno-Klaus auf. Weil er soll nämlich richtig malochen jetzt, der Porno-Klaus, ne? Und dafür sagen wir dem erstmal, hör mal, die Truhe steht hier extrem scheiße, weil ich habe irgendwie keinen Bock, dass du hier durch den Motor gleich fährst. Dafür baue ich dich ab. Und setze dich noch zwei nach vorne. So, Pornokläuschen. Da. So, die schmeiße ich dir rein. Refuel, ach, nicht Refuel, mit Doppel-L und Capsule könnt ihr auch mal machen. Refuel All. Nimm das trotzdem. Nee. Refuel All. Ah, jetzt habe ich dann ja noch das Ding gemacht. So, jetzt zieht er sich die alle rein. Es kann 69.000 Block abernten. Porno Klaus, das muss reichen. So, dann machen wir mal Excavate 16x16. Ja, machen wir mal. Der soll ja viel sammeln. Möglichst viel. So, sehr schön. Und dann gucken wir mal, ob ich noch eine Turtle habe. Weil ich meine nämlich, ich habe irgendwo noch eine eigentlich. Oder ich baue mir einfach noch eine, damit ich jetzt mal ein bisschen Steine hier kriege und höhle hier drunter alles aus. Aber kann ich ja, unter meinem Grundstück hier. Auch wenn, wenn die Turtle jetzt ein bisschen rausfährt. Naja, egal. Eine Turtle. So, wie mache ich denn eine Turtle hier, ne? Ne, nicht eine Trottel. Eine Turtle, mein Gott. Turtle. So. Dazu brauche ich einen Computer und eine Chest. Computer habe ich zwei. Chests habe ich drei. Was noch? Jetzt brauche ich noch Eisenbarren. Und für die Mining Turtle brauche ich dann noch eine Diamond Pickaxe. So. Diamonds are a miner's best friend. Ne, kennt ja jeder das Sprichwort. Und ich mache mir mal noch ein paar Diamanten für die Spitzhacken, weil ich brauche ja zwei an der Zahl, ne? Ah, guck mal hier. So, die sind immer so teuer, die Diamanten, ne? So. Ach, was mache ich denn? Ich wollte das eigentlich hier drin lassen. So, 7, 8, dann habe ich mal welche auf Halde und 2 brauche ich ja jetzt. Aber dazu brauche ich natürlich noch Stöcke, um das altbekannte Minecraft-Rezept zu kochen. Nämlich 2 Kubikmeter Holz, ja, sind gleich 4 Stöcke. Müsst ihr euch mal überlegen. Weil dafür so einen Bauschuttcontainer zahlen müsst, 2 Stöcke Holz, 2 Stöcke, ja, 4 Stöcke sind 1 Kubikmeter, sind 2 Kubikmeter Holz schon. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist relativ krass, finde ich. Aber gut, so, jetzt machen wir eben hier die Pickaxes. Oh yeah, we're gonna do that Pickaxes over here. Yes. Now we're gonna do this. And we don't have got the iron ingots. So, jetzt hör ich ja wieder auf mit Englisch. Aber manchmal brauche ich das einfach. Da habe ich so einen Flash, wisst ihr. So, Computerchen, komm mal her. Und du kommst her. Und die Eisenbahn, die kommen mal her. Kann ich auch so machen. So. Und jetzt haben wir 2 Turtles. Welche wir denn, wo wir Hochzeit feiern mit der, ja, mit dem Werkzeug, was sie von nun an benutzen wird, ja. Und wie mache ich das hier nochmal? Ich muss die erstmal hinsetzen und dann irgendwie Label, oder war das Set-Label? Set-Label, Kalle Wirsch. Ne, das ist hier, nee, das, genau, Porno Klaus und das ist Prono, hatte ich natürlich auch, ne? Kalle. So. No such program. Label Set Prono Kalle. Sehr gut. So, wenn ich den jetzt abernte, dann müsste der eigentlich dann so heißen, ne? Wenn ich jetzt da drauf gucke. Prono Kalle und er muss noch auch noch einen Namen kriegen und er heißt. Label Set Fickschnitzel, ja. So. Und die beiden, die arbeiten ab jetzt auch für mich. Dafür muss ich aber nochmal da runter, leider. Ja, und noch ein bisschen Lava holen. Und weil das mir nicht so geheuer ist, lasse ich lieber mal so ein paar Sachen hier.
Das natürlich nicht. Das lasse ich hier. Das schon. Das nehme ich alles mit. Ja. Okay. Dann mal wieder ab in den Keller. Ab in den Keller. Noch ein bisschen Lava absahnen da unten. Gratis Lava quasi. Da kriege ich gratis Lava in Bratislava. Ha. Weißt du, das ist das Niveau so, ne? Wie das Niveau sinkt. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Vor Jahren noch ein angesehener Künstler und jetzt Trash-Talk vom Allerfeinsten hier nur noch. So, da glaube ich, sehe ich doch noch. Ich bin mal gemein. Oh. Sorry, war wirklich nicht meine Schuld. So, da ist noch einer. Und jetzt wird sich, glaube ich, nach und nach alles zurückziehen, oder? Außer die beiden sind hier noch. Oh, da war noch einer. Soll ich mal ein bisschen rumklicken? Okay, die kann ich alle nicht abarbeiten hier, deshalb mache ich das mal hier. Ja, und wie ich das hier weitermache, wie ich weiter Lava sammle und danach Pronokalle und Fickschnitzel lade, das seht ihr in der nächsten Folge und die kommt morgen und die ist auch wieder eine halbe Stunde lang. Ja, weil ich glaube, das findet ihr bestimmt ein bisschen cooler, wenn ich das mache, ne? Also, alles klar, bis morgen und vielen Dank fürs Gucken. Lasst mir ein Abo da, wenn es gefallen hat. Tschüss!